Leute, willkommen zu diesem spontanen Video. Ich warte eigentlich gerade noch auf jemanden, die mit mir eigentlich noch ein Q&A machen wollte. Und dann dachte ich, gut, dann kann ich ja eben schon mal ein bisschen die Zeit noch nutzen, um jemanden anzukündigen. Und zwar habe ich erstmal nächste Woche wieder Spätschicht, das heißt, und nur Donnerstag frei, das heißt, der Mittwochstream wird wieder später oder vormittags, aber ich denke mal eher später. Da ja Weihnachten ansteht und das ist ja immer ein bisschen aufwendig. Deswegen wird das, denke ich mal, der wieder abends dann sein. So, das ist mal dazu. Wie ihr vielleicht noch auf Insta bemerkt habt, bin ich keine CB mehr. Also wir haben den Club geändert. Mit der Leitung und all drum und dran, da ich einfach keine Zeit mehr finde. Und sorry, falls ihr das Geräusch im Hintergrund hört, das ist mein Trockner. Waschmaschine, bla bla, auf jeden Fall ein elektrisches Gerät, so. Ja, wie gesagt, ich bin keine CB mehr, weil ich einfach keine Zeit mehr finde und weil ich halt denke, das bringt nichts, wenn die CB nur alle 14 Tage nur da ist und weil ich halt, wie gesagt, keine großartige Zeit mehr hatte. Deswegen hat jetzt die liebe Pushy jetzt übernommen, die Anna Throwaway Pod. Wir heißen jetzt auch Saturn Roses Clan, da wir halt einen Planetennamen haben wollten, also Sarah und Julie wollten einen Planetennamen. Julie wollte lieber Saturn als Pluto. Pushy wollte unbedingt was mit Rosen, da war ich auch dann mit einverstanden. Und Clan war halt mein Wunsch, weil Zirkel wollten wir nicht und Clan ist halt auch so eine Verbundenheit, deswegen Saturn Roses Clan. Es hört sich an sich, bis auf dass unser CO jetzt rot ist, an sich sonst nichts verändert und ja, sind momentan noch ein bisschen klein und ja, mehr möchte ich nicht zeigen, weil ich weiß nicht, wie viel ich noch zeigen darf. Ja, ich, wie gesagt, dass keine CB mehr bin. Ich persönlich bin damit auch zufrieden, da ja, ich halt so gesehen jetzt eine Last von den Schultern bekommen habe, weil ich jetzt nicht mehr so viel Druck habe, jetzt wie halt den Club zusammen und so, kann mich jetzt halt auf die Arbeit konzentrieren. Und ich wollte ja sowieso, dass der Club alleine laufen kann, selbst wenn ich halt arbeiten bin. Das war ja mein persönlicher Wunsch, den habe ich so gesehen jetzt erfüllt bekommen, dass meine Leute ohne mich auf gut Deutsch gesagt klarkommen. Ich bin natürlich weiterhin eine Stütze für die. Wenn irgendwas ist, weil ich trotzdem ja noch die eine zweite Meinung bin und trotzdem noch ja, die unterstütze und so weiter, wenn sie Fragen haben, gerade weil Pushy halt auch eine neue CB ist, die hat es vorhin nie gemacht. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt, ja, dass ich jetzt out of order bin, dass ich jetzt auch für den Club nicht mehr da bin. Trotzdem, nach wie vor bin ich für den Club da, bin halt nur keine CB mehr. Ja, Saki wird dann auch noch wieder in den Club kommen, denke ich. Und ja, wie das dann halt mit YouTube und so weiter geht, also da wird sich eigentlich an sich nichts ändern. Ich habe jetzt halt ein bisschen mehr Freiheiten. Ich kann jetzt natürlich dann gucken, ob ich dann mal diesmal mal wirklich mal Server wechseln und so weiter und da halt zu den CTs wiederkomme oder wie ich es dann halt auch mal mache. Da ich, wie gesagt, ja an der Arbeitszeit nichts ändern kann. Ich habe nach wie vor immer noch Spät- und Frühschicht im Wechsel. Und manchmal halt sogar von spät auf früh. Das heißt, ich muss dann bis 21 Uhr arbeiten. Wenn es Wochenende ist, bis 21 Uhr. Bin dann erst um 21.30 Uhr zu Hause. Wenn es in der Woche ist, bin ich um 20.30 Uhr zu Hause. So. Und ja, und dann muss ich halt am nächsten Tag um 5 Uhr morgens wieder hoch. Ob in der Woche oder nicht, muss ich immer um 5 Uhr hoch und muss dann halt wieder hin. Das heißt, dann kann ich natürlich dann kein Update machen. Ne? Das heißt, dann wird das dann einen Tag später oder zwei Tage später sein, je nachdem, wie es dann bei mir passt. Deswegen war es halt mit der Woche halt so dermaßen chaotisch mit dem Update. Und ja. Wie gesagt, ich warte eigentlich noch auf jemanden, aber entweder kommt sie nicht mehr oder sie ist noch unterwegs, keine Ahnung. Ja. Ist komisch, wenn ich jetzt so rede und ich weiß, dass keiner antwortet. Das ist irgendwie komisch. Nö, ja, aber jetzt werde ich noch ein bisschen leveln. Autumn Aura ist ja jetzt auch bald fertig. Dann habe ich das nächste Altmodell fertig und ja, dann gibt es heute Abend die allererste Clubbesprechung, wo ich nicht CB bin und mal gucken, was wir heute an alles besprechen. Ja, das heißt Statement halt zu dem Club. Wie gesagt, ich
schaff es einfach nicht mehr, während der Arbeit noch den Club zu führen. Es tat mir weh, ja. Also es hat mich jetzt nicht so kalt gelassen. Aber was soll ich machen? Arbeit geht vor. Ich habe mir schon immer eine Arbeit gewünscht. Und ja, deswegen hier ist es natürlich wichtiger. Und ja, ist ja nicht so, als ich dann nicht trotzdem bin ja nicht aus der Welt. Ich bin ja trotzdem immer noch da und ja. Ja, das halt zu dem Punkt. Das halt zu dem Punkt mit Club. YouTube, wie gesagt, ändert sich nichts. Die Streams werden trotzdem so weit kommen. Ich versuche dann jetzt auch dann endlich mal häufiger zu streamen und auch mal Wünsche wahrzunehmen, weil ja, ich gebe es zu, ich war ein bisschen faul, so was Wünsche anging und so, weil ich es einfach nicht zeitlich einpassen konnte, aber ja, ich werde das jetzt versuchen wahrzunehmen, deswegen warte ich ja auch noch auf Kleine, die ja noch kommen wollte, oder die Große, ich weiß es ja nicht. Ja, und heute Abend ist dann Clubbesprechung. Den Stream mit dem PC aufräumen wollte ich ja eigentlich noch dieses Wochenende machen. Ich guck mal, wie lange die Besprechung geht. Aber ich glaube, das muss ich dieses Wochenende dann doch wieder ausfallen lassen. Aber Donnerstag habe ich, wie gesagt, wieder frei. Das heißt, wenn das jetzt mit dem Mittwochs-Update jetzt nicht unbedingt sich kreuzt, dass ich jetzt den Mittwochs-Update nicht auf Donnerstag verschieben muss, bla bla, werde ich das dann am Donnerstag machen, dass ich dann mein PC aufräume und ihr seht dann halt ein bisschen dabei zu. Ja. Ich bin wieder mal richtig gut in diesen Rennen, ich merk's. Ja, und dann werde ich dann gleich, nachdem ich das hier aufgenommen habe, gleich im Schneiden. Und ja, währenddessen ihr euch das dann nach anguckt oder halt dann ja anguckt und so weiter und natürlich fleißig Kommentare hinterlässt und vielleicht sogar einen Daumen hoch und mich vielleicht sogar ein bisschen unterstützen wollt in Bezug auf Links. Link unten in der Beschreibung, würde ich dann gleich mal sagen, da sie auch gerade da ist. Yay! Jupp, da habt ihr sie jetzt gehört. Werde ich jetzt dann auch gleich das Video beenden. Ist dann, denke ich mal, dann nach dem Q&A hochladen und so weiter. Also ihr seht im besten Fall schon noch zwei Videos von mir. Einmal das hier, was ihr dann bereits gesehen habt, und noch das Q&A. Gut. Dann mache ich das Rennen jetzt noch schnell zu Ende und dann verabschiede ich mich dann ganz schnell. Wünsche euch viel Spaß bei meiner kleinen Mini-Level-Runde. Wie gesagt, Kommentare sind immer gerne erwünscht, wie immer. Und ja. Gut. Dann bis später. Tschüss.